zum Thema natürliche Zahlen. Als die Hirten damals noch keine Zahlen kannten, wollten sie trotzdem irgendwie die Quantität ihrer Schafe abschätzen können. Und dazu gingen sie wie folgt vor. Wenn morgens die Schafe rausgingen, legten sie pro Schaf einen Stein in einen Krug hinein, und wenn die Schafe dann abends von der Weide zurückkehrten, nahmen sie pro Schaf einen Stein aus dem Krug wieder heraus. So konnten sie die Quantität Schafe mit der Quantität Steine vergleichen, und somit entstanden auch die natürlichen Zahlen. So entstanden auch die ersten Rechnungen. Und das lateinische Wort Calculus für Rechnung bedeutet eigentlich Stein. Das ist bestimmt kein Zufall. Auch heute noch, das Wort Nierensteine heißt auf Französisch Calcul Renault. Beschäftigen wir uns jetzt mit ganz besonderen natürlichen Zahlen, und zwar mit den Primzahlen. Primzahlen sind natürliche Zahlen, die genau zwei verschiedene Teile haben. 1 ist keine Primzahl, denn 1 hat nur einen Teiler. Wir werden jetzt aus dieser Tabelle von den natürlichen Zahlen von 1 bis 120 die Primzahlen herausfiltern. 1 können wir schon mal löschen, weil 1 keine Primzahl ist. 2 ist wohl eine Primzahl, denn diese natürliche Zahl hat genau zwei verschiedene Teiler, und zwar 1 und die 2 selbst. Alle Vielfache von 2, verschieden von 2, können aus dieser Tabelle hier gelöscht werden, denn sie können gar keine Primzahlen mehr sein, weil sie teilbar durch 1 und sich selbst sind und zusätzlich teilbar durch 2 sind. Somit entfallen alle Vielfache. Sie haben Post, Sir. Da kommt James, der bringt mir gerade Post. Es ist eine E-Mail angekommen. Dankeschön, James. Tschüss. Alle Vielfache von 2 sind somit gelöscht. Jetzt schauen wir die nächste Zahl in der Tabelle. Das ist die Zahl 3. 3 ist eine Primzahl. Und alle Vielfache von 3 können aus der Tabelle gelöscht werden. 5 ist ebenfalls eine Primzahl. Alle Vielfache von 5, die noch nicht gelöscht sind, werden jetzt gelöscht. Die nächste Zahl, die wir antreffen, ist die 7. 7 ist eine Primzahl und alle Vielfache von 7, die noch nicht gelöscht wurden, werden jetzt gelöscht. Die nächste Zahl ist die 11. Alle Vielfache von 11 bis 120 sind eigentlich schon gelöscht. Okay. Die nächste Zahl, die wir antreffen, ist 13. Ihre Vielfache bis 120 sind schon gelöscht. 17, genau dasselbe. Für 19, nochmal genau dasselbe. Und für alle Zahlen, die in dieser Tabelle jetzt bleiben, gilt genau dasselbe. Es sind alles Primzahlen. Somit haben wir die Zahlen, die Primzahlen zwischen 1 und 120 alle herausgesiebt. Und dieses Sieb nennt man offiziell das Sieb des Eratosthenes. Ein anderer berühmter Mathematiker, Euklid, hat sich auch zu seiner Zeit schon mit Primzahlen beschäftigt. Und auf eine geniale Art hat er beweisen können, dass es unendlich viele Primzahlen geben muss. Um seine Überlegung zu verdeutlichen, starten wir dieselbe Überlegung mal mit einem Beispiel. Wir nehmen die 4 ersten Primzahlen, 2, 3, 5 und 7, und multiplizieren die miteinander. Ihr Produkt ergibt 210. Und zu diesem Produkt addieren wir 1. So erhalten wir 211 und Euklids Überlegung war, diese so erhaltene Zahl muss eine Primzahl sein.
Wieso? Schauen wir im Beispiel. Die Zahl 210 ist durch diese Rechnung ein Vielfaches von 2. Das nächste Vielfache von 2 ist 212. Die Zahl 211 liegt aber zwischen 210 und 212. Also kann die nicht teilbar durch 2 sein. Dieselbe Überlegung für 3. Die 210 ist durch diese Rechnung ein Vielfaches von 3. Das nächste Vielfache von 3 ist 213. 211 liegt aber dazwischen, kann also kein Vielfaches von 3 sein. Aus demselben Grund ist 211 auch kein Vielfaches von 5 und auch kein Vielfaches von 7. Folglich muss diese Zahl eine Primzahl sein. Die Verallgemeinerung ist evident. Durch Euklids Überlegung nehmen wir mal die n ersten Primzahlen, also 2, 3, 5, 7 bis zur n-ten Primzahl. Und multiplizieren wir diese Primzahlen alle miteinander. Diesem Produkt addieren wir 1 und die so erhaltene Zahl kann nur eine Primzahl sein. Da sind sie. Die 10 ersten Primzahlen, die wir durch das Sieb des Eratosthenes schön filtern können. Und wir wissen auch durch Euklid, dass es noch unendlich viele weitere Primzahlen gibt. Eine weitere Erkenntnis zu den Primzahlen ist diese. Jede natürliche Zahl, verschieden von 0 und auch verschieden von 1, ist entweder eine Primzahl oder kann in ein Produkt von Primzahlen zerlegt werden. Nehmen wir als Beispiel die Zahl 360. Sie ist eine natürliche Zahl, verschieden von 0 und verschieden von 1. Und 360 kann so in Primfaktoren zerlegt werden. Jede natürliche Zahl, verschieden von 0 und verschieden von 1, ist entweder eine Primzahl oder kann in solch ein Produkt von Primzahlen zerlegt werden. Deshalb nennt man die Primzahlen auch Primzahlen, weil sie zuerst da sind, auf Französisch le nombre premier. Premier, das sind die ersten. Alle anderen natürlichen Zahlen können mit diesen Primzahlen durch ein Produkt hergestellt werden. Wie findet man jetzt solch eine Primfaktorenzerlegung? Man geht wie folgt vor. Man schreibt die Zahl 360 hin, zieht dann einen senkrechten Strich und schaut die Teilbarkeit dieser Zahl durch die Primzahlen, beginnend mit der ersten. Wenn die Zahl teilbar ist durch die erste, die 2, dann machen wir diese Division. Wenn nicht, versuchen wir es mit der 3, dann mit der 5 und so weiter. Die Zahl 360 ist aber teilbar durch 2. Wir nehmen die Division vor und schreiben den Quotienten unter der 360. 180 ist nochmal teilbar durch 2, die Division ergibt 90. Diese Zahl ist nochmal teilbar durch 2, die Division ergibt 45. 45 ist nicht mehr teilbar durch 2, also versuchen wir die 3. Wenn es nicht geht, nehmen wir die nächste. 3 geht aber, also teilen wir 45 durch 3, finden somit 15. 15 ist nochmal teilbar durch 3. Wir finden 5. Die 5 ist nicht mehr teilbar durch 3, aber durch die nächste Primzahl 5 wohl. Und so gehen wir vor, bis wir letztendlich die 1 finden. In dieser Zerlegung hier sehen wir deutlich, 360 ist gleich zu 2 mal 2 mal 2, also 2 hoch 3, mal 3 mal 3, das heißt 3 hoch 2, mal die 5. Es sieht hier so aus, als beherrschten wir die Primzahlen gut. Dem ist aber nicht so, denn die Reihenfolge der Primzahlen
bleibt bis heute ein großes mathematisches Geheimnis. Man sucht heute noch nach der logischen Reihenfolge der Primzahlen. Darunter ist zu verstehen, man sucht eine Formel, die es ermöglicht, anhand der 10 ersten Primzahlen die 11. zu finden. Verallgemeinert, man sucht eine allgemeine Formel, die es ermöglicht, anhand der n ersten Primzahlen die nächste Primzahl zu finden. Solch eine Formel ist noch nicht entdeckt worden. Es ist aber auch noch nicht bewiesen worden, dass es so eine Formel gar nicht geben kann. Wir suchen noch. Und die Primzahlen dienen auch zur sicheren Verschlüsselung im Internet. Wie geht man da vor? Man nimmt zwei riesengroße Primzahlen und multipliziert die miteinander. Dieses Produkt wird bekannt gegeben. Aber es ist fast unmöglich, von dem Produkt aus die zwei Ursprungsprimfaktoren zu berechnen. Das ist fast unmöglich. Und deshalb dienen die Primzahlen als fast sichere Verschlüsselung im Internet.